Ja, in Österreich sind aktuell rund 1,5 Millionen Menschen armutsgefährdet, aber nur 200.000 Personen davon bekommen echt Sozialhilfe. Wieso entsteht diese große Differenz? Wie praktikabel ist eigentlich die Antragstellung für Sozialhilfe? Und welche finanziellen Themen bedrücken die Menschen derzeit ganz besonders? Das und vieles mehr bespreche ich jetzt mit der Leiterin der Abteilung Sozialpolitik in der Arbeiterkammer Wien, mit Sibylle Birkelbauer. Vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, beginnen wir gleich einmal mit der ganz konkreten Sozialhilfe. Wie richtig ist denn die aktuelle Höhe, die man da beziehen kann? Wir haben schon gehört, es beziehen einmal viel zu wenig eigentlich Sozialhilfe von denen, die es brauchen würden. Aber wie steht es denn um die Höhe, die ausbezahlt wird? Ist es genügend? Also man kann ganz deutlich sagen, das ist auf keinen Fall genügend und das erklärt auch einen Teil dieser großen Differenz. Die Armutsgefährdungsschwelle, also der Betrag, den man als eine erwachsene Person braucht, damit man nicht arm ist, ist mittlerweile bei 1.400 Euro, während der Sozialhilferichtsatz, also das, was so eine Person maximal bekommt, ist bei 1.050 Euro. Mhm. Also hier klafft eine riesige Lücke und man kann sich vorstellen, dass in Zeiten, wo gerade Mieten, wo Energiepreise, wo Lebensmittelpreise stark ansteigen, also das, wo man auf jeden Fall das zahlen muss, dass sich das einfach nicht ausgeht. Das heißt, selbst wenn man etwas bekommt, ist das noch unter dem Mindeststandard dessen, was man benötigt, um sozusagen durchs Leben zu kommen. Genau, also wir fordern ja auch als Arbeiterkammer seit Langem, dass dieser Wert auch angehoben wird, eben auf diese Mindestschwelle, damit man hier zumindest das Lebensnotwendigste auch wirklich finanzieren kann. Mhm. Und sehen das einfach auch bei uns in der Beratung, dass das im Moment leider wirklich nicht der Fall ist. Da gibt es ja verschiedene Kriterien, die für die Armutsgefährdung gelten sozusagen. Entweder man hat einen oder zwei oder drei dieser Kriterien auf sich sozusagen vereint, wenn man so will. Zum Beispiel, dass man sich nötige Reparaturen nicht leisten kann. Das wäre so ein Punkt. Naja, das ist eher so ein bisschen eine Illustration, um zu veranschaulichen, was das bedeutet im Leben der Menschen. Jetzt von quasi der Seite der Beantragung der Sozialhilfe ist es einfach so, dass man schaut, okay, was für ein Einkommen haben die Menschen und liegen sie unter diesen 1.050 Euro oder drüber und für Familien dann entsprechend mehr. Und da sehen wir, dass beispielsweise auch Menschen, die erwerbstätig sind, einfach kein ausreichend hohes Einkommen haben und hier einfach in Armut abrutschen oder auch einfach bestimmte Sozialleistungen dann zu niedrig sind und die Menschen hier eine sogenannte Aufzahlung bekommen, ist vielleicht für viele nicht bekannt, dass 70% der Menschen, die überhaupt Sozialhilfe bekommen, bekommen eben so eine Aufzahlung und leben nicht von der Sozialhilfe alleine. Aber wir haben eben auch viele Menschen, die einfach nicht arbeitsfähig sind, schon im Pensionsalter sind und vor allem, was sehr schmerzlich ist, viele Kinder und Jugendliche. Und das ist natürlich dramatisch, wenn wir hier sagen, wir lassen hier in einem reichen Land wie Österreich Kinder in Armut aufwachsen. Das darf eigentlich nicht sein. Kommen wir vielleicht zu den konkreten finanziellen Themen. Sie haben schon das Wort Miete erwähnt. Das hat man ja auch bei der Salzburger Landtagswahl jetzt gerade erlebt. Der Erfolg der KPÖ war auch deswegen möglich, weil die das Thema Mieten und die Mietpreisbremse so sehr auf die Fahnen geheftet haben. Aber Mieten ist jetzt nur ein Punkt. Wir haben schon gesagt, ein bisschen am Rande auch nötige Reparaturen. Ich weiß nicht, der Kühlschrank ist kaputt. Man kann ihn einfach nicht reparieren lassen. Welche anderen finanziellen Themen stehen da im Fokus, die viele Menschen sehr aktuell belasten? Ja, also Wohnen ist das überragende Thema und ist halt, wie jeder weiß, der größte Posten in der Regel, den man an Ausgaben hat. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn wir jetzt hier zum dritten Mal in Serie substanzielle Steigerungen bei der Miete haben, dass sich das, wenn es vorher vielleicht sich noch knapp ausgegangen ist, sich dann einfach nicht mehr ausgeht. Das heißt, hier muss man schon auch auf der Seite der Wohnpolitik ansetzen, beispielsweise mit einem neuen fairen Mietrechtsgesetz. Auf der anderen Seite geht es natürlich darum, den Leuten jetzt unmittelbar zu helfen, die hier ihre Wohnkosten nicht bezahlen können. Energiekosten ist ein Riesenthema jetzt natürlich geworden. Ich glaube, viele haben Energieabrechnungen bekommen, die einmal die Augen groß werden haben lassen. Das nicht im guten Sinn. Wir haben Menschen in der Beratung, die hier 1.000, 2.000 Euro plötzlich zahlen müssen, die sie einfach nicht haben, weil es eben vorher schon knapp war. Die Lebensmittelpreise steigen massiv. Und alle, die auf ein Auto angewiesen sind, wissen auch, dass die Treibstoffpreise dazwischen jetzt sehr hoch waren. Da ist halt auch ein Thema, dass man sagt, öffentlicher Verkehr wäre einfach ganz wichtig für die Menschen, wäre eine günstige Art, an ihrem Arbeitsplatz zu kommen oder in die Schule zu kommen.
Also hier greifen viele Themen ineinander, wo man sagt, einerseits ist Sozialhilfe wichtig, aber man muss einfach auch die Politik in anderen Bereichen so gestalten, dass Menschen ihre Lebenskosten gut bewältigen können. Das heißt zusammengefasst, Wohnen, Energie, Lebensmittel, Mobilität sozusagen. Es gibt im ÖFI-Bereich ja immerhin das Klimaticket, das es für manche dann schon günstiger werden lässt, österreichweit öffentlich unterwegs zu sein. Aber natürlich kostet auch über 1.000 Euro, keine Frage. Geschenk ist das natürlich keins. Gut, das ist das österreichweite Klimaticket. Ja. Dann ist man natürlich in Gesamtösterreich maximal mobil. Das ist an sich eine gute Geschichte. Wenn man ein regionales Klimaticket hat, wird schon viel günstiger. Aber es ist ganz klar, dass man mit einem, ich sage mal, mit dem, was ein regionales Klimaticket im Jahr kostet, das zahlen viele Leute schon für das Auto im Monat, wenn man die tatsächlichen Kosten berechnet, also inklusive Reparatur und Pickel und was man halt so braucht. Und da ist es natürlich schon ganz wichtig, dass die Menschen einfach diese Möglichkeit haben, den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Blicken wir ein bisschen auf die Politik. Sie haben ja gesagt, die müsste eben reagieren, um sozusagen diese Erfordernisse, die offenbar vorhanden sind, um nicht zu sagen, das Wutbürgertum ein bisschen abzufangen. Wir haben jetzt am Sonntag wieder mehrere Stunden über die Salzburger Landtagswahl berichtet, mit einem Riesenerfolg der KPÖ Plus. Ein Beispiel, das wir ähnlich schon in der Steiermark gesehen haben. Und auch dort waren die zentralen Themen, weswegen die KPÖ gewählt worden ist, eben Wohnen. Ist das für Sie nachvollziehbar, dass dann so viele Leute tatsächlich aus dieser Sorge, sich die Finanzierung des Wohnraums nicht mehr leisten zu können, die KPÖ wählen? Ich denke mal, es zeigt sicher die Dringlichkeit des Problems, wenn hier jemand offensichtlich glaubwürdig für die Menschen, die hier wählen haben dürfen, jemand vertritt, dass er dieses Problem wirklich ernsthaft angehen möchte und dass in Salzburg die Preise für Wohnen noch einmal höher sind als in anderen Teilen Österreichs, ist, glaube ich, bekannt. Aber tatsächlich hat die Regierung hier bislang sehr tatenlos zugeschaut und keine Maßnahme ergriffen, diese Mietsteigerung zu dämpfen. Ja. Und das Problem daran ist, dass es eigentlich keinen Grund, also die Miete wird angepasst an die Inflation und wenn die ein bestimmtes Ausmaß erreicht, dann dürfen auch die Mieten steigen. Es gibt aber keinen realen Kostensteigerungen für die vermieten, weil die Energiekosten, die hier besonders stark wirken, die zahlt ja in der Regel der Mieter und die Mieterin und nicht der vermietet. Insofern wäre es hier dringend notwendig gewesen, hier eine Bremse einzuziehen und zu sagen, das darf nicht so stark anwachsen. Das hat man verabsäumt, man hat halt eher zu diesen Einmalzahlungen gegriffen oder gesagt, ja, die Länder sollen halt hier die Wohnkostenzuschüsse erhöhen, wo es schon auch große Hürden gibt, die in Anspruch zu nehmen. Und wir brauchen hier einfach eine flächendeckend wirksame Maßnahme und nicht hier so kleine Pflaster immer wieder drauf. Das ist einfach zu wenig. Ja, die Mietpreisbremse, ein großes politisches Thema. Die Grüne wollten das ja unbedingt, auch die ÖVP hat sich eher dagegen verwehrt. Derzeit kommt es eben zu einer Zulagenregelung, die einmal ausbezahlt wird. Kommen wir überhaupt zum Thema der Antragstellung für Sozialhilfe. Jetzt haben wir schon gehört, okay, selbst die es bekommen, das ist zu wenig, um die Mindestanforderungen begleichen zu können. Aber wie praktikabel ist denn überhaupt die Antragstellung? Wie komplex, wie bürokratisch läuft das ab? Es ist leider sehr bürokratisch und man muss sich hier, wenn ich mal so salopp sagen darf, hier wirklich aufs letzte Hemd ausziehen und alles darlegen, was den privaten finanziellen Bereich irgendwie betrifft. Da werden dann auch wirklich oft viele Unterlagen angefordert, über die Menschen gar nicht verfügen, die sie erst besorgen müssen, wo sie dann Wartezeiten haben, manchmal Kosten dafür haben, dass sie sie bekommen. Und das führt natürlich schon dazu, dass viele Menschen eh schon sich sehr schämen, wenn sie überhaupt auf diese Leistung angewiesen sind, dass die dann wirklich an diesem Antragsprozess ein Stück weit verzweifeln oder es einfach auch wirklich nicht zustande bringen, weil die Anforderungen zu hoch sind. Vielleicht sind auch ihre Deutschkenntnisse manchmal nicht so gut. Aber auch viele gebürtige Österreicherinnen und Österreicher sind dann oft mit Behörden wegen nicht so vertraut, dass sie das gut hinbekommen. Plus, wir haben in den meisten Bundesländern eine Frist von 3 Monaten für die Antragsbearbeitung. Und es kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen, dass die meisten
Leute gehen dann hin, wenn es wirklich schon brennt, und dann noch einmal 3 Monate warten, bis sozusagen die erste Zahlung fließt. Das ist für viele echt auch noch einmal ein wirkliches Problem. Ja, ein anderes großes Thema, das die Arbeiterkammer zuletzt ventiliert hat, durchaus revolutionär, würde ich sagen, ob gut oder schlecht, jetzt dahingestellt, aber das ist die sogenannte neue Vollarbeitszeit. 40 Stunden sind sie im Regelfall jetzt, es gibt All-In-Verträge, dann ist es wieder deutlich mehr, aber es sind im Wesentlichen plus minus 40 Stunden seit vielen Jahrzehnten faktisch unverändert, seit den 80er Jahren. Und jetzt gab es eine Erhebung der Arbeiterkammer, wonach 3/4 der Wiener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lieber 30 Stunden arbeiten würden oder vielleicht sogar leicht darunter. Was bedeutet das jetzt? Ist das diese neue Vollarbeitszeit? Also Sie haben es ganz richtig gesagt, unsere Vollzeitnorm ist einfach steinalt. Also ein halbes Jahrhundert, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, Menschen wie ich erinnern sich noch an das Vierteltelefon, wo man warten hat müssen, bis die Nachbarin zum Telefonieren aufhört, dass man auch telefonieren kann. Also da ist Dramatisches passiert und da muss man dann einfach auch sagen, okay, passen die Gesetze von damals noch zur modernen Zeit? Und in dem Fall muss man sagen, nein, weil einfach die Produktivität, also das, was wir in einer Arbeitsstunde schaffen, aber auch der Arbeitsdruck so enorm gestiegen ist in der Zwischenzeit und die Leute wirklich sagen, ich brauche einfach eine längere Phase der Erholung, dass ich wirklich am nächsten Tag wieder produktiv an meinen Arbeitsplatz gehen kann. Wir haben deswegen eine Umfrage gemacht, wo wir 2 Fragen gestellt haben. Das eine war einfach, dass wir gesagt haben, wie viele Stunden würden Sie gerne arbeiten, auch wenn das Einkommen entsprechend angepasst wird. Mhm. Und dann haben wir gesagt, stellen Sie sich vor, es gäbe eine 30-Stunden-Woche. Und was wir hier sehr klar sehen, ist, es gibt insgesamt einen ganz starken Wunsch, mit der Arbeitszeit zu reduzieren. Also für ganz viele Menschen, selbst wenn das einen Einkommensverlust bedeutet, vor allem wenn sie über 40 Stunden hinaus arbeiten müssen, sagen, ich will da runter, ich will diese Überstundenzahlungen, ist mir alles egal, das ist zu viel. Und bei den 30 Stunden war das einfach so, man gesagt, würde das irgendwas verändern in der Vorstellung? Und wir sehen, dass Menschen, die Vollzeit arbeiten, natürlich reduzieren würden. Das ist wenig überraschend. Obwohl es keinen vollen Lohnausgleich gibt, das muss man dazu sagen. Das heißt, wenn jemand von 40 auf 30 kürzt, würde er dann tatsächlich um 1/3 weniger verdienen. Nein, in dem Fall haben wir gesagt, also da würde es den Lohnausgleich geben. Also das, dann ist es relativ klar, okay, dass man dann weniger tut. Gleiches Geld für sagen, weniger Arbeit, wie die da ja sagen. Aber was wir auch sehen, und das ist schon spannend, dass ganz viele Teilzeitbeschäftigte sagen, na dann kann ich mir vorstellen, Vollzeit zu arbeiten. Also 30 Stunden. Genau, also jetzt von 25, 20, 15 Stunden tatsächlich hier deutlich aufzustocken zum Teil. Das heißt, es bedeutet, diese sogenannte neue Vollzeit würde nicht prinzipiell eine Arbeitszeitreduktion faktisch für jeden bedeuten. Manche wären auch durchaus bereit, mehr zu tun, damit sie auf diese 30 Stunden kommen, wenn sie jetzt zum Beispiel nur 25 sind. Genau, also wir hätten eine viel gleichmäßigere Verteilung von Arbeit, weil jetzt haben wir ja das Problem, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten, einfach weil es sich sonst mit der Familie auch nicht anders ausgeht und viele, vor allem Männer, über Vollzeit hinaus arbeiten, also Überstunden machen und eigentlich beide unzufrieden sind. Und unser Vorschlag ist, es müssen nicht 30 Stunden sein, aber Studien sagen, 30 bis 35 Stunden ist so eine Arbeitszeit, wo man lange, dauerhaft, gesund arbeiten kann, das Pensionsalter erreichen kann in der Arbeit. So in diesem Korridor würde einfach Arbeitszeit viel besser verteilen über die Menschen. Sehr spannend. Also 30 bis 35 Stunden ist sozusagen das ideale Mittel, wo am meisten Zustimmung da ist. Gut, gibt es da eigentlich auch bestimmte Branchen, ich weiß nicht, ob Sie das ausgetestet haben, wo der Wunsch einer Verkürzung von den derzeitigen 40 Stunden oder vielleicht sogar mehr am ehesten noch vorhanden ist? Na, das hat uns ehrlich gesagt selbst überrascht. Es gibt überhaupt keine Branche, die herausragt, weil sich dieser Wunsch quer durch alle Branchen durchzieht. Mhm. Also 8 von 10 sagen in der Regel in jeder Branche, ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren. 8 von 10. Und das ist für uns einfach auch ein ganz starker Hinweis zu sagen, okay, wir brauchen hier jetzt endlich eine Regelung auf gesetzlicher Ebene. Wie gesagt, ein halbes Jahrhundert ist diese Norm alt. Und man muss hier jetzt einfach die Schraube dort ansetzen, weil die Gewerkschaften eh in den Kollektivverträgen schon getan haben, was sie tun konnten. Aber hier ist jetzt einfach wirklich wieder der Arbeitsminister und
der Gesetzgeber gefordert, aktiv zu werden. Gut, das ist zweifellos ein Riesenthema und wird jetzt sozusagen ein bisschen enttabuisiert, auch durch diesen Vorschlag. Ob es zu einer Einigung kommt, wird man erst sehen. Aber parallel dazu wird ja immer auch wieder von Fachkräftemangel berichtet. Und wenn jetzt viele von derzeit 40 oder vielleicht sogar mehr Stunden auf 30 gehen würden und Sie sagen, 8 von 10 würden das gerne machen, dann bedeutet ja, dass diese Arbeit dann in dieser Zeit, die nicht mehr gearbeitet wird, auch nicht erledigt wird. Und es gibt jetzt schon Fachkräftemangel. Wie kann man das kombinieren, zu wenig Bereitschaft in bestimmten Branchen tätig zu werden und weniger Arbeitszeit zu wollen? Also zum einen muss man sagen, dass so eine Reduktion der Arbeitszeit passiert ja nicht von heute auf morgen. Auch die letzte in den Verkürzungen in den 70er Jahren, 1975 war es dann zu Ende, ist schrittweise erfolgt und auch im Einklang mit den Sozialpartnern. Das wäre an sich das Ziel auch hier. Aber was wir schon auch sehen, ist, es gibt nach wie vor ein riesiges Potenzial von Menschen, die arbeiten möchten und die hier noch zu wenig Chancen am Arbeitsmarkt bekommen. Wir haben noch immer über 330.000 Menschen, die jetzt aktuell arbeitssuchend sind. Wir haben über 70.000 Menschen, die sagen, ich habe es aufgegeben, weil ich will jetzt nicht die 200. Absage, aber eigentlich würde ich gerne arbeiten. Mhm. Wir haben eben, wie schon erwähnt, viele, vor allem Frauen in Teilzeit, die sagen, eigentlich würde ich gerne aufstocken, wenn die Rahmenbedingungen das zulassen oder ich auch ein Angebot bekomme. Also es gibt auch Branchen wie Handel oder Pflege, wo es dann wirklich nur Teilzeit angeboten wird und keine Vollzeitstellen. Also da gibt es ein sehr, sehr großes Potenzial. Und das muss man natürlich kombinieren mit Qualifizierung. Da hat die öffentliche Hand eine Aufgabe in Gestalt vom Arbeitsmarktservice, hier das anzubieten. Und da haben aber auch die Unternehmen, die sich in den letzten Jahren da relativ stark zurückgezogen haben, eine Verantwortung, hier auch was beizutragen, damit sie diese Fachkräfte auch bekommen, die sie brauchen. Gut, ganz zum Schluss noch, das ist ein ziemliches Kratzen an Tabus. Sie sagen schon, rund 50 Jahre ist die derzeitige Regelung in Kraft. Ich kann mich auch noch ans Vierteltelefon erinnern und an die sogenannte 40-Stunden-Woche. Man muss sagen, früher waren es noch viel mehr. 40 waren damals ja wenig. Jetzt hat sich es tatsächlich gewandelt und 8 von 10 sagen Sie, 30 wäre besser oder 30 bis 35. Sehr interessant, diese Erhebung. Aber gibt es politische Signale, dass irgendjemand ernsthaft daran denkt, das durchzuziehen? Nein, ich sage einmal, der Widerstand von der Arbeitgeberseite ist durchaus vorhanden, aber das ist jetzt nichts, was uns überrascht hat. Ist ganz lustig, wenn man sich die Diskussionen in den 60er Jahren anschaut, die der damaligen Arbeitszeitverkürzung vorausgegangen sind, könnte man die Zitate eins zu eins nehmen und auf die jetzige Zeit umlegen. Auch damals wurde heraufbeschworen, dass die Wirtschaft zusammenbricht und alles ganz schrecklich wird. Wie wir wissen aus der Geschichte, es ist nicht eingetreten. Und damals gab es tatsächlich sehr viel weniger arbeitssuchende Menschen als heute. Also der Mangel unter Anführungszeichen war eigentlich ein größerer und trotzdem ist es gut gegangen. Österreich hat sehr erfolgreich weitergewirtschaftet und wir sind überzeugt, dass das dieses Mal auch der Fall wäre. Gut, manche sagen ja, es läuft deswegen so gut, weil die in den 60ern, 70ern geboren wurden, jetzt immer noch weit über 40 Stunden leisten und die Generation Z, eben die sagt, ja, Lifecycle Balance, die machen eben wenig und in Summe geht es ja aus. Könnte ja auch sein, oder? Naja, wie gesagt, damals war es ja auch eine generelle Arbeitszeitverkürzung, die ja alle Menschen betroffen hat, die erwerbstätig waren. Aber auch das ist trotzdem ganz spannend, haben wir hier in der Umfrage gesehen und auch in anderen Daten, dass es eigentlich keine große Unterscheidung nach Alter gibt. Also das ist ein bisschen ein Mythos zu sagen, das sind nur die Jungen. Es sind sehr oft Menschen, die mitten im Erwerbsleben stehen und eben genau deswegen diesen Arbeitsdruck gut kennen und wissen, wie anstrengend das ist und wie viel ihnen abverlangt wird. Mhm. Und ich sage nochmal, wir produzieren heute in einer Arbeitsstunde doppelt so viel wie in den 70er Jahren. Also das wirkt sich natürlich auch auf die Arbeitstätigkeit der Menschen aus. Und die sagen genauso, ich möchte gern meine Arbeitszeit reduzieren und würde das gut finden, wenn das möglich wäre. Ja, sehr spannend. Sibylle Birkel-Bauer von der Arbeiterkammer. Ein Blick quasi auf die künftigen Arbeitszeiten womöglich, aber eben auch auf fehlende Sozialhilfe. Und wie kommt man zu der? Selbst wenn man dazu kommt, ist es immer noch zu wenig. Ein Blick hinter die Kulissen. Nicht nur positiv, was wir besprochen haben, aber sehr, sehr interessant von den Zusammenhängen. Ja, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Boom. Boom, 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 boom.